Ja, Leute, willkommen retour, nächster Part mit Jack the Lions 3 und ja, wir haben den Krokodilangriff überstanden im letzten Part, jetzt versuchen wir einen Hafen einzunehmen und es ist dunkel. Jo. Gott sei Dank. So. Also, wir gehen gleich mal in den Schleichmodus. Ich finde da links, also wie willst du dich aufteilen eigentlich? Also ich würde mal zusammenbleiben einfach. Ich würde eher nach oben gehen, ja. Bis wir mal was spotten und dann, wenn wir wissen, wo Gegner sind, dann können wir uns ja aufteilen. Also diese Map kenne ich auf jeden Fall noch nicht. Warte mal kurz, ich muss nur schauen, ob alles nachgeladen ist. Ich habe die 4 Schuss von der AK ersetzt mit 2 Schuss mit 4 Schuss ersetzt. Sehr gut. Also quasi aufgeladen. Nachgeladen. Da ist Kyla die Schnitterin. Die Schnitte? Die Schnitte. Eine Keile Schnitte? Gehen wir mal mit der Keile Schnitte reden. Ich versuche da mal reinzugehen. Hackbares Gerät gefunden. Ich schaue nur gerade, ob man da durch die Fenster vielleicht ein bisschen was sieht. Ja, da in der Mitte sind Gegner. Warte, ich komme zu dir. Also theoretisch, da ist eine Leiter auf der Vorderseite, ist da hinten auch wo eine? Weil die erhöhte Position könnte da schon wichtig werden. Oh, Granaten. Hinten kommt man in den ersten Stock. Tatsächlich. Ich weiß. Wieso? Da ist doch eine Treppe, geht doch die hoch. Oh, verdammt, habe ich nicht gesehen. Kommt man von da dann ganz raus? Ich weiß nicht mehr, wie man da. Na. Nee. Kommt man, nee, da rüber? Kommt man da hinten irgendwie. Nur von draußen, von der einen Leiter, ja. Da drüben wären auch so erhöhte Positionen, aber ich glaube, dass das Dach vielleicht gar nicht so blöd wäre. Soll ich es riskieren? Du kannst probieren, mit einer Person aufs Dach aufgehen, ja. Warte mal, Kalina trefft sich halt 80, Banz 90. Kalina hat, glaube ich, die Medikamente dabei, ja. Dann gehen wir mit Banz rauf. Eindeutig zu viel Gewusel in diesem Schlachtfeld. Ah, da hinten wäre noch was zu plündern gewesen in dem Haus. Ja, ich habe ja später noch genug Zeit. Okay, Banz geht rauf. Scheinbar ist da gerade nichts. Da drüben wäre auch noch ein Haus. Über das würden wir raufkommen, über diese komischen Container. Das wäre auch nicht blöd. Da kann man auch raufgehen. Ja. Ja, und bei den Containern dann rüber aufs andere Haus, gell? Kann man da einen raufschicken? Ja, da kann man tatsächlich einen raufschicken. Ich bleib mit Barnes mal in Deckung, ich lege sie oben hin. So. Soll ich mit Ich schick Igor mal darauf. Weil sonst kann ich theoretisch den Rucksack mit den Medikamenten auch irgendeinem anderen geben. Boah, die können das alle nicht. Granty noch am ehesten. Naja. Also schickst du Igor rauf, passt. Ich würde sonst Kalina mitschicken. Die ist auch gut. Kannst du auch, weil man kann da noch weiter rauf aufs Dach. Wo Igor steht, kannst du von dem Lagerhaus noch ganz nach oben hin. Perfekt. Das werden wir machen. Weil dann haben wir allein schon von oben ein bisschen einen Überblick. Das wird schon reichen zum Spotten, oder? Ich denke, ja. So. Grunty soll 3 Feinde mit mindestens 3 anvisierten Kopfschüssen treffen. Schafft das, Grunty? Wo sind denn die Gegner jetzt? Da unten laufen welche gerade an der Küste entlang, sehe ich gerade. Okay, die sind jetzt verschwunden. Ne, jetzt sind sie wieder da. Warte mal, ich versuche vorne weiter nach vor zu gehen mit Kalina. Ja, da sehe ich sie. Ja, die Frage ist, ob wir nicht einfach irgendwo mal den Kampf dann auslösen. Wenn wir irgendwo in Position sind. Vielleicht schauen wir in diese eine Bar noch. Aber da ist nichts los, glaube ich. Oder wir schauen, dass wir uns bei den Containern da überall irgendwie verstecken. Es ist sehr verschachtelt. Ist die Frage, wollen wir sie im Close Combat haben oder ein bisschen halb auf? Kommt man aufs Dach, das Dach? Auf das welches? Dach. Da drüben sind welche. Hinter der Bar. Besucher sind. Ja, genau. Ich schaue, ob man auf die Bar raufkommt. Also. Nee. Doch, kommt man hinten rum. Ja,
Okay. Wo meinst du? Ah, dort. Ah ja, sie gehen gerade weg. Ich probiere das, ich gehe rauf, okay? Okay. Die Frage ist, mit wem? Der hat Reichweite 24, Grizzly hat nur die Pistolen. Ja gut, dann bleibt Grizzly unten. Dann geht Grant hier rauf. Die Frage ist, ob ich dann Buns nicht dazu holen soll, weil die ist jetzt echt weit weg auf dem einen Dach. Ich über ein bisschen nachgezogen. Schon, aber ja. Buns, glaube ich, kannst du mal langsam herholen, ja. Dann würde ich Buns zu Kalina stellen auf das andere Dach, oder? Ja, aber es scheint so, als würden die Kämpfe alle dann unten sein, also die ganzen Gegner. Ja, die sind da hinten auf diesen Bootsplattformen und laufen da rum. Okay, ah ja. Ja, aber theoretisch könnten wir dann schon schauen, dass wir uns da jetzt in Position bringen und mit einem irgendwo vorne den Kampf auslösen, oder? Ja, ich hol Igor mal ganz her. Da, da bringt da hinten nichts. Dann schaue ich mal. Starrett kann ich da oben direkt positionieren, theoretisch. Mhm. Dann ich liebe diese Phase, bevor es losgeht. Barry muss ein bisschen runter, aber puh. Das Grizzly ist da. So, Buns ist jetzt auch gleich am Dach. Das heißt, ich habe zwei quasi Scharfschützinnen dort. Da kommen jetzt noch mehr nach. Ah ja. Ist die Frage, ob natürlich hier auch Gegner sind. Wo ist jetzt Grizzly da? Oh, das wäre halt so juicy, da jetzt eine Granate reinzuschmeißen. Ah, jetzt geht sie wieder weg, okay. Chance verpasst. Aber es wäre eine Überlegung, da als Opener das nächste Mal, wenn sie wieder so gruppiert stehen, eine Granate reinzuschmeißen. Könnte man machen, ja. Dann ist die Frage mit Grizzly. Wo ich würde so gerne darüber bewegen, aber das geht nicht. Kommt man nur so rüber? Nein, da oben ist noch eine Leiter, okay. Ah! Scherge hat jemanden im Licht gesehen. Okay. Die sind noch das verborgen. Haben, es gibt da Spotlights. Also bist du wo durchgegangen? Nein, er stand da eigentlich nur. Oh, gut. Ah, okay. Macht jetzt mal nichts. Ah, sehr spannend, okay. Dann schicke ich... Das ist keine Deckung, wie ich es mir erhofft habe. Sind die... Ich sehe halt zu wenig. Ja, die Frage ist, wen haben sie entdeckt? Sieht man das? Nein, schau, da ist noch einer. In die Richtung werden sie sich bewegen. Theoretisch kann ich mit Kalina natürlich schon schießen beginnen und mit Buns, aber... Halt die Frage. Boah, wir hätten die Waffen auch noch reparieren sollen, aber das wäre sich von der Zeit her nicht mehr ausgegangen. Ich habe sicher wieder Ladehemmungen. Und deine Ladehemmungen? Ja, das passiert dem Besten. Ich bin theoretisch ready. Ja, ich weiß nicht, wo ich Igor hinstellen soll, der ist immer wieder so verloren. Ja. Ich würde mit Grunty bei dir mit Fox mitgehen, hinten. Hm. Sehr gut. Ah, das ist perfekt, dann kann ich jetzt nachrücken, gell? Ein bisschen offensiver. Ah, es ist spannend. Oh. Sehr gut. Hallo? Hallo? Starrett? Aha. Aha. Aber jetzt kannst du draufhalten, oder? Wirklich.
Hast du gerade mit der Schrotflinte geschossen? Ja, und er hat verfehlt. Was ist mit Igor? Ich wenigstens sehen, was du triffst. Ja. Danke. Aber sehr cool, dass Daryl da einfach nicht geschossen hat. Ja. War das der Einzige, der da irgendwas bemerkt hat? Nein, ich denke... Weil die rechts ist ja noch nichts ahnend. Ja. Sichtbare Feinde, wer hat denn noch? Die sind auch alle nichts ahnend. Aber irgendwer muss noch aktiv sein. Also warte, ach, das wollte ich nicht. Mal schauen, dass ich da das abdecke. Genau. Falls die da raufkommen aus irgendeinem Grund. So. Was soll ich mit... Also Grunty ist gerade gegangen. Jetzt kann ich nur noch mich mit Grizzly bewegen. Der ist da hinten. Ja gut. Ja, genau. Das auch nicht. Da weiter. Ich Barry da mal gleich wegbewegen in der Hoffnung. Ja, und dann schauen wir einfach mal, ob sich was tut, oder? Ja. Ja, irgendwer hat uns gesehen. In diesem Häuschen oder so noch anscheinend. In welchem? In dem Lagerhaus. Unter uns meinst du? Ja, vielleicht. Ach so, dass da vielleicht wer reingerannt ist. Ja. Auch möglich. Dann machen wir mal so, ich schaue durch das eine Fenster. Falls da was kommt. Weil da ist, habe ich alles abgedeckt, da kommt nichts. Boah, ich habe mich gerade verklickt. Das ist ärgerlich. Wo soll ich mit Grunty hin? Irgendwo was abdecken, mal in alle Richtungen schauen. Ich meine, da unten habe ich jetzt alles gut gecovert. Vielleicht kannst du dort bei Grizzly oder so noch irgendwie aushelfen. Also, dass ich da ganz... Ist, okay. Ist ja recht weit, aber vielleicht... Oder rechts bei den Kisten. Bei Barry in der Nähe. Ich habe überlegt, ob ich... Ja, stimmt. Stimmt, ja. Ich gehe mal in die Richtung. Mhm. Das passt eh. So, okay. Grizzly schaut da drinnen. Ja, passt. Ah, da! Ja, da kommt einer, okay. Okay. Schieß nicht. Ah, der hat nicht mehr genug Reichweite, so wie es aussieht. Das ist ein bisschen ungut. Ah, ich helfe dir. Schießt du mal? Wow. Okay. Passt, jetzt können wir in Ruhe herumgehen. Jetzt kann ich mit Grunty ganz rüber gehen. Und da hinten irgendwie komisch rum, okay. Ja, das ist mit diesen Schiffen halt mal nochmal extra verwinkelt. Ja. Kommen die da jetzt rauf? Die kommen rauf. Boah, Starrett wurde fast entdeckt. Ja, das ist wirklich so ein Suchscheinwerfer da oben an dem Turm. Shit. Ja. Ich hab versucht noch davon zu laufen. Es war schon zu spät, irgendwo hinzugehen. Aber das war ein paar. Das ist jetzt gewesen, wenn ich das nicht gemerkt hätte. Ah. Alarm. Ja gut, dann kommt der zweite halt dazu. Mehr sind es ja, dann eh wieder nicht. Der hat noch nichts. Ach, jetzt hab ich's mitbekommen. Ja, und dann kann ich endlich von oben schießen. Ich bin leider mit allen nicht auf Position. Wo ist der hingegangen? Schick dir mal. Wo ist der hingegangen? Ah, da drinnen. Da. Okay. Ich schick dir mal langsam Barry in die Richtung. Grunty sollte drei Feinde mit mindestens drei anvisierten Kopfschüssen treffen. Ich habe gerade mit einem Kopfschuss ausgeschalten, aber es wird nicht angerechnet. Okay. So, dann schauen wir mal. Geh mal mit Buns vor. Ja, ich lasse Fox und Starrett lasse ich da mal drüben, gell? Ja. Ich komme mit Barry und Igor langsam zu dir. So, passt. Da habe ich abgedeckt, da habe ich abgedeckt. Grunty, okay, ja. Schau mal, in welche Richtung der sich bewegt. Ah, der geht rauf. Das ist für mich gut eigentlich. Gerade so im Kegel entgangen. Der hat die Buns auch noch immer nicht gesehen. Die alte Winnie.
Gut, dann schießen wir mal mit Buns. Mhm. Sind beide schon tot? Ja. Okay. Okay, let's go. Plündern. Kampfstimulanz. Sehr gut. Drogen. Weißt du, das man hält einfach mehr aus? Weiß nicht, ich hab das jetzt so genau nicht durch. Und ein beschädigtes auf hier. So genau habe ich das nicht durchgelesen. Einmal Gebrauch gewährt zusätzliche AP bis zum Ende des nächsten Zuges, verringert Energie, nachdem der Effekt endet. Also. Okay. Einfach ein kurzer Stim. Wie viele Feinde sollten wir jetzt noch haben? Wir haben 3 getötet, also müssten es noch 6 sein. Gut, ich behalte mal die Übergänge da im Auge. Ja, also es ist einer bei diesen ganzen Bootsdingern, den ich noch sehe, und beim Rest keine Ahnung. Ja. Da, hinten. Wo ist denn... Wo ist Grizzly? Ah, da drüben. Ich werde, glaube ich, mal mit Igor und Barry werde ich da mal auf diese Boote jetzt spähen. Ja, Achtung. Ja, ich nehme Fox auch noch mit. Da kommen gerade 2. Und Steroid lasse ich hier oben. Hm. Weil Steroid muss ich sonst bei dem Endkampf 24-7 umpositionieren. Soll ich mal schießen von oben? Ja, warte mal, bis ich vielleicht ein bisschen besser im Posi bin. Ich spiele mal ganz kurz aus und dann. Ja. Ob ich da irgendwas finde. Weil es sieht eh gut aus. Ich werde mich der. Ach, der ist am Dach, der schwer. Das sieht was. Na, sieht noch nichts. Aber wen? Da wird wer gesichtet, ja. Die Leiche vielleicht? Ah, das kann sein, natürlich, ja. Steroid überhaupt. Ach, der ist da eh komplett in Deckung, der ist. Piep, piep. Kalina haben sie entdeckt. Am Dach oben? Oh, okay. Scheinend. Gut. Mit der kann ich jetzt nichts tun, das ist eher blöd. Granty? Mit dem kann ich eigentlich auch nicht wirklich... Na, ihr könnt den da raufstellen. Die Frage ist, wo kommen denn die rauf? Die können nur da eigentlich rechts die Stiegen raufkommen, glaube ich. Das da mal, ja. Ja, ich bin leider ein bisschen eingeschränkt, um dir zu helfen. Weil der Großteil von meiner Truppe da drüben steht. Ich bin leider ein bisschen eingeschränkt. Ich weiß nicht. Ich halte mal Fox in. Ja, ich kann eine Position, machen. Wo sie wenigstens rüberschießen könnte, theoretisch. Okay. Ja, ich brauche mich eigentlich eh nur zurückhalten und warten, bis sie raufkommen. Also ich müsste nur schauen, dass ich einmal mit Kalina aushalte quasi. Und dann weiter schauen. Ah, das ärgert mich. Ich mach das mal so. Weil wenn er da, wenn sie da hochklettern auf der Seite. Ah, da gehen sie rauf. Ja, sehr gut. Immerhin. Da schießt jetzt einfach hoch. Und das relativ schlecht. Ah. Hm, der war schon besser. Na, jetzt hast du sie provoziert. So. Ja, ich muss zum Glück ja nur einen Schritt eigentlich zurückgehen und dann können sie mir eh schon nichts mehr anhaben. Ich werde... Positioniere ich Steroid um oder glaubst du, das passt so? Hm, wo ist er? Ah, da drüben. Ich glaube, das passt nicht so schlecht, weil ich habe rechts da eigentlich alles im Blick. Ich warte jetzt einfach, ob sie raufkommen. Weil da ist eh nur diese eine Leiter, der andere Weg ist zu weit. Knappe Winkel, aber dann lasse ich ihn mal so. Und die haben sie alle noch nicht entdeckt. Nichts kommen. So, genau. Also wenn sie daher kommen, werden sie von Grunty und Grizzly beschossen. Wenn sie raufkommen, dann werden sie von beiden beschossen. Also kann ich einfach mal abwarten. Ja.
Mein Lieber, was willst du sagen? Ich schaue, ob ich dir da irgendwie gut Igor rüberschicken kann. Mhm. Ah, das ist nach hinten losgegangen. Ah. Ich hätte ihn vielleicht nicht aufstehen lassen sollen. Ja. Jetzt kriegt er gleich voll aufs Maul. Jetzt funktioniert meine Falle nämlich leider auch nicht. Ja. Wenn die alle da rüber gehen. Na, schauen wir mal. Vielleicht entscheiden sich die zwei, trotzdem darüber zu gehen. Ja, ich schaue, dass ich Igor vielleicht einfach wieder weglaufen lasse. Ja. Ja, schau, der kommt drauf. Achso, das ist ein Zivilist. Das ist natürlich nicht so cool, dass der da jetzt so rumläuft. Aber okay. Was ist denn? Ich weiß nicht, wo ich mit Grunty hin soll. Ah, das. Der Spacko soll da weggehen. Ja, ich mach das jetzt trotzdem. Das wird jetzt alles riskant, was ich da veranstalte. Das passiert. Risk it for the biscuit, so. My gun is not a magic wand, you know. I have the villain in my sights. Okay. Die sind beide ziemlich gut, Kalina und Banz, muss man sagen. Da war auch eine Überwachung bei Grizzly. Überwachung fehlgeschlagen. Ja, verbündet ein Weg. Ja, gut. Aha. Reißt einfach mit einem Pistolenschuss das ganze Dach ein. Ich hatte. Gut. Igor ist sowas von dem Arsch schon wieder. Nein, Igor geht's gut. So. Kann ich mit der auf irgendwen schießen? Nein. Ah, okay, da komme ich nicht hin. So. Das ist der. Das ist ein richtiger Mist. So, was kann man mit Grunty machen? Igor und Barry gehen flöckchen. Bisschen flanken. Sehr gut. Schwer verletzt, sehr gut. Tot, sehr gut. So, jetzt haben wir noch, sagen, noch besser. Jetzt haben wir noch Kalina. Die kann auf nichts schießen, oder? Doch, auf den vielleicht. Kann man da überwachen? Nee. Wenn ich da hingehe, kann man dann überwachen? Eigentlich auch nicht so richtig. Naja. Okay. Ja, tu es. Tu es. Einen langen Weg. Stehen. Da ist noch einer. Aber die Krokodile, das Krokodil hat mir noch immer alles gegeben. Boah ja, vor allem beide. Ach ja. So. Ich probiere es mit Kalina von oben. Ich habe nur gesagt, ich probiere es. Ganz klar. Au. Passt. Wow. Wow.
Amazing. Meine halt hart gemisst. Was ist denn Chrissy, los? Bitte. Oh Gott. Immerhin Grunty. Ja. 1 von 4. This is Grunty. I have a very good chance to show this person a very bad time. Passt. Passt. As good as done. Schade. Kalina here. So, ich versuche jetzt hier noch abzuüberwachen. Aber sie sehen noch der eine oder nicht? Ich glaube. Wobei nicht, einer ist noch hinten mit dem Booten, glaube ich. Ah, Chrissy braucht echt eine gescheite Waffe. Ja, oder die Kegel ein bisschen anders setzen. Also so, dass er nicht schon schießt, nur wenn er einen Schritt dass auf die Treppe macht, ja, und genau, versteckt ist. Dass die Reichweite kleiner ist dann, gell? Also die genau, Distanz. Also dass er wirklich erst dann schießt, wenn er ganz oben steht. Mhm. Oh, gute Idee. Passt. So, wo ist denn der eine noch? Weißt du das? Barry ist auf Erkundungstour. Ah ja. Versuchen hier den bösen Buben zu finden. Ja, dann bleibe ich hier einfach mal ganz vorne und dann warten wir mal ab. Hm. Oh. Ich bin ready. Ah, kommt wieder bei mir. Gut, dann würde ich sagen, ich schieße mal von oben. Tu das. Ach so, na, wurscht. Wie viel brauche ich für das? Überwachen? Ist egal. Okay. Hau. Stark. Nagel ihn fest. Töte ihn einfach. Okay. So. Ich glaube, das war's jetzt, oder? Ja. Boah, das Plündern war mies. Da drüben haben wir was gehabt vorhin. Mal hier alles durch. Gasmaske. Geil. Ist ja gar nicht, dass es sowas gibt. Kannst du da diese eine Tür aufmachen? Gleich. In dem Lagerhaus ist eine. Achso, du brauchst einen zum Aufbrechen, gell? Ja. Wo bist du? Da, wo wir am Anfang waren, in diesem Lagerhaus, wo diese komische Treppe nach oben war. Ja, ich schick dir mal Stereo drüber. Sack voller Franken habe ich gefunden. Was macht man mit denen? Kann nicht für echtes Geld verkauft werden. Aha. Manchmal wirklich ein bisschen schwierig, da zu navigieren. Ja, ich bin froh, dass das mit den Shortcuts mit T und G gut hinhaut, aber man hat trotzdem irgendwie keinen Überblick über die Ebenen, finde ich. Oh, das war mit Sprengstoff gesichert. Ein Kühlschrank. Steroid ist schon da. In der Vitrine befindet sich eine Schrotflinte, okay. Jetzt, der Grizzly kann gut hacken, oder? Glaube, ja. Das mal. Ist das dort drin? Ja, ja. Das ist. Infos, okay. Boah, da kann man mit vielen reden. D.
this puny lock will not stop me, eine AK-47. Die kann man vielleicht gleich verschrotten. Na, ich könnte eine brauchen. Ja, ja, ich kann dir auch noch eine geben. Achso, ja, das wäre cool. So, warte, schau. Dankeschön. Wobei, ah, ja, okay. Aber die ist gut, das passt. Ich habe ja gerade gesehen, dass ich zwar noch eine habe, aber die ist deutlich schlechter. Es ist einiges zu tun da. Was ist? Da ist noch eine AK, die ist aber schon modifiziert. Sehr gut, dann nehme ich die. Ist nichts. Dann laden wir nach, den Rest nehmen wir mit. So. Headshot, hui. Pausiert? Ah, deswegen. $400. Okay. Dafür kriegen wir wahrscheinlich irgendeine Info. You guys are mercenaries, right? Headhunter, please pay up. Well, these days. So, ein bisschen durchklicken. Ein Würfelspiel können wir mit ihm auch machen. Wollen wir das? Die Pläne der Legion. Wer ist der wo ist der Präsident und wo ist der Major? Das sind, kostet uns jeweils $100. Wollen wir das? Ja, ich glaube, das können wir noch entbehren, oder? Ich hab was gefunden, das wir um 350 verkaufen können. Ja, passt. Im Lager des Majors halten sie ihn fest. Er ist in Camp der Crocodile. Crocodile Dundee. Mhm. Also die versuchen jetzt die Tochter auch noch zu entführen. Schweine. Sehr cool. Alter Schwede, hat der viele Infos. Würfelspiel machen wir keins, oder? Nee. Zu sehr gameln muss man auch nicht. Gott sei Dank laufen die so schnell. Aber die Schrotflinte, da können wir leider noch immer nicht... Oh. Wo ist das passiert? In diesem Zelt ist eine Tasche detoniert. Ah, okay. Mit einer Rauchgranate drin. Da ist die irre Hanna. What? Speed louder. Die ist gut. Okay. Aber hier ist sonst nichts mehr, ne? Da ist noch die alte Winnie. Ja. Okay, ich glaube, das Gebäude reingehen. Da ist ein Lurch. Ach, der Typ heißt Lurch. Lurch. Hoffe ich für ihn. Da ist die fiese Trudy noch. Fiese Trudy. Redest du mit ihr? Oh, schau, plündern. Plündern. Oh, leichte Tarnrüstung, sehr gut, weil die vom Dings ist kaputt. Wobei, die leichte Tarnrüstung, die gebe ich der Fox. Ja. Weil die hat am wenigsten Leben. Ja dann. Sehr cool. So. Gehen wir mal mit der fiesen. Perfekt. Schuli. Perfekt. Dann würde ich sagen, haben wir es da geschafft, oder? Schaut so aus, ja. Gut. Dann starten wir die Satellitenansicht. Der Part ist eh gleich zu Ende. Schauen wir noch schnell, dass wir uns heilen müssen, gell? Aber gar nicht mehr. Also bei mir ist gar nichts kaputt. Schau mal, die Operation N-Night wird in Sektor K9 ausgeführt in 3 Tagen. Also scheint so, als würde da was abgehen dann. Alles explodieren. Ja, wir können zumindest mal die Verletzungen behandeln. Das dauert eh nicht. Da einfach meine Fox ein, okay. Wir haben nicht genügend Ressourcen. Ja, ist richtig.
Die habe ich vorher aufgebraucht. Sorry. Cool. dann werden wir Aber sie sind nur einfach verwundet, oder? Dann werden wir uns einfach so erholen ein bisschen, oder? Ja, genau. Passt. Dann vielen Dank fürs Einschalten. Nächster Part, dann schauen wir mal, ob wir da diese Diamantenmine angreifen. Sinnvoll wäre es vom Geld her natürlich. Wir werden sehen. Genau. Bis bald.